Es ging darum, diesem Berlin, das in seinem Selbstbewusstsein, in der Frage, ist das eigentlich eine normale Stadt, diese Behauptung der Normalität, die in keiner Weise der Wirklichkeit entsprach, dieser Stadt ein Selbstbewusstsein zu geben. Dafür war übrigens Richard von Weizsäcker genau, für dieses Selbstbewusstsein war er der Richtige in seiner Zeit. Dieses umzusetzen, dieses praktisch fortzuführen und mal vereinfacht ausgedrückt, zeitgemäß mit der Rechtslage der Stadt, dem Viermächtestatus, der obersten Gewalt der Alliierten, den Einschränkungen, die es damit gab, umzugehen, Berlin zu einer lebendigen und lebensfähigen Stadt zu machen, so weit wie möglich. Und ich habe dafür die Formel benutzt, wir müssen aus dieser Insel so viel wie möglich wegen der Lebenskraft, der Wirtschaftskraft der Stadt eine Halbinsel machen. Mit Bindungen, Verbindungen. Und wir müssen auch den Versuch machen, dass Berlin, und zwar auch die Berliner Politik, bei allen Behinderungen, die durch die oberste Gewalt der Alliierten und durch die Einmischungsnotwendigkeiten anderer bestanden, dass wir einen Beitrag leisten können zu dem, was Deutschlandpolitik ist. Also was Politik ist, zunächst einmal Verbesserung der Lebensbedingungen in der Stadt, Reise- und Besucherverkehr und was da alles so dazugehört und dann auch Offenhalten der Option der deutschen Einheit. So, das gehörte zu meinen Motivlagen. Und wir haben damals in der wirtschaftlichen Entwicklung völlig neue Impulse gesetzt und eine Stadt, in der beispielsweise Mitte der 70er Jahre gesagt wurde, da wird die Bevölkerung abnehmen, das ist eine immer kleiner werdende Stadt, wo ich schon damals sagte, nein, der Anspruch der 2-Millionen-Stadt für den Westteil der Stadt muss aufrechterhalten bleiben, heftig umstritten. Die war dann eben beim Mauerfall Ende der 80er Jahre, war eben eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, der Westteil. Übrigens mit dieser Erfolg hatte auch seine Problemlagen, denn da hatten wir Wohnungsprobleme und. Aber es war ein Stückchen Wachstum und Lebenskraft und Internationalität und internationale Bedeutung Berlins.